Willkommen zurück bei Resident Evil 8 Village. Beim letzten Mal sind wir hier in diesem verschneiten Gebiet gestrandet, nachdem unsere Frau getötet und unsere Tochter entführt wurde. Ja, und wir gucken jetzt erstmal, warum wir hier sind, beziehungsweise wo wir hier überhaupt sind und was hier abgeht. Wir haben gerade ein Häusel durchsucht, wo ein bisschen was schiefgegangen ist. So blockig, okay. Sieht man seine Wunde? Oh, okay. Ein totes Pferd. Meine Hand-Showdown-Reflexe sagen mir, dass ich auch darauf schießen muss, damit es nicht wirrt und Feinde anlockt. Was ist das? Ein fettes Pferd. Alter. Ist das richtig so? Das sieht so. Alter. The fuck? Was haben wir hier? Welche Käfige oder ähnliches? Hallo? Hier fehlt etwas, eine Kurbel. Warte mal, das kommt mir so bekannt vor. War das nicht schon. Sorry, war das nicht in der Demo hier? Da kommt mir so bekannt vor. Bin mir nicht sicher. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Hallo? Ach, hier, von dir komme ich. Okay. Orientierungssinn wie ein Sack Kartoffeln. Hier kann ich, glaube ich, noch rein. Da die Tür macht auch Geräusche. Würde ich wohl ausgehen. Aus einer Butze. Ja, die sind definitiv unterwegs. Die warten wahrscheinlich auf die Reinigung. Tschüss. Da war die Einheimischen. So, wollen wir mal gucken, wo der gute Mann oder das gute Ding, was auch immer, das Pferd hingezogen hat. Schauen wir mal. Aber sein Radio ist richtig höher. Schauen wir mal, wer sein Radio anlässt. Oh, das Gebäude sieht gut aus. Hat das hier verloren? Ist das nicht einer von Roses Affen? Nimm mit, falls das ihrer ist. Was haben wir hier? Nischt. Okay. Scheinbar ein sehr armer Haushalt. Ja gut, wenn man sich die Butze so anguckt. So teuer wird die nicht gewesen sein. Kann ich schon irgendwie die Karte? Aha. Westteil. Hinter mir. Dann gehe ich erstmal in das Gebäude rein. Gucken, was da so abgeht. Aber die Karte wird mein bester Freund. Das ist unglaublich. Hallo? Wer ist einfach verschwunden? Hier fehlt etwas. Eine Kurbel. Falls ich das schon gesagt habe, liegt es daran, dass ich aber die Aufnahme unterbrechen musste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe. Falls ja, Déjà-vu. Déjà-vu. Ciao, Birds. Das ist so geil, wie. Das wirkt einfach so, als würde er mit dem Kopf gegen die Tür laufen. Und dann merken, oh, die geht nicht auf. Ah, stimmt, das heißt, wir waren da. Warte mal. Rot heißt, wir waren drin, aber da gibt es noch was zu erledigen oder was aufzunehmen. Ich sollte mich besser umsehen. Habe ich so das Gefühl.
Okay, hier gibt's schon mal nichts. Bloß habe ich jetzt nichts gesehen. Aha. Ah, hier brauche ich einen Dietrich. Einen Dietrich. Ist hier was? Nee. Und wieder Gwendolyn. Sind alles Sunbro. Nee, ist ja Dark Moon, nicht Sunbro. Alles Dark Moon Bros hier. Gehen wir mal weiter. Gucken, ob wir das Radio finden, das hier läuft. Nett. Sind schon mal jetzt nicht so die größten Ziegenfreunde hier. Die Leute. What happened? Das ist eine gute Frage. Friedhof, Zeremonienplatz, Workshop. Okay. Ja, Friedhof klingt immer gut. Ja, von da kommen wir. Haben wir soweit alles. Also alles erkundet. Hier rechts, sagt der Weg. Nee, geht's nicht weiter. Okay. Nochmal diese Tasche. Scheint modisch ein Trend zu sein. Abgeschlossen. Was steht hier? Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres kein Zutritt. Aha. Hausbesitzer vermisst. Ich verstehe. Chicken! Hallo Chicken! Lauf nicht weg! Sei mein Freund! Ja, komm zurück! Ich mag Hühner. Auch virtuelle Hühner. Und echte. Am liebsten gegrillt. Sieht zerbrechlich aus. Okay. Hm. Ein Messer. Mhm. Oh, lecker Suppe. Run out of the house? Schnaps. Hauptsache, der Schnaps ist leer. Was haben wir hier? No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Oh, no! They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Dead body? Wait, there's more. Wir haben eine Waffe und wir werden sie scheinbar auch brauchen. Nächste Zeit. Todesursache nicht erkennbar. Boah, Alter. Der sieht aus wie ich. Also Ethan, nicht ich. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place?
Hallöchen. Es ist immer seine linke Hand. Der Mann hat einfach kein Glück mit seiner linken Hand. Der erste Gegner. Mal gucken, wie ich mich mit Gamepad schlage. Nicht gut. LB ist blocken. Okay. Alter, wie ich ihn weggeblockt habe. Und er... Oder hat das das Block gezählt? Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Lade nach! Jetzt stirb halt! Okay, danke. What the hell? Bin mir nicht sicher, was das ist. Irgendwas Werwolf-artiges. Vampir-artiges. Gedöns, Zeug. Zombie war es nicht. Ganado war es auch nicht. Hm. What? What? Hatte der gute Mann noch irgendwas hier, mir hier gelassen? Munition, aber was ist das für kleine Schrotflinten-Dinger? Ein Bolzenschneider. Bolzenschneider kann man immer gebrauchen. Ah, Crafting, wichtiges, Schätze, Objekt. Okay. Okay. Ja, der arme Mann ist tot. Wir leben noch, das ist erstmal die Hauptsache. Was ist aber hier? Eine flüssige Chemikalie. Kennen wir doch noch. Und ein Kraut. Öffnen Sie das Inventar, um Erste-Hilfe-Arznei herzustellen. Jo, wird erledigt. Okay. Habe ich gemacht. Jetzt weiß ich, wie man Sachen herstellt. Hm. Fällt gerade ein, ich glaube, ich habe da ein Erste-Hilfe-Arznei übersehen. Ich meine nämlich, beim Testspielen habe ich da eine aufgehoben. Eine Erste-Hilfe-Arznei. Aber so wie ich sehe, können wir außenrum. Da. Kommen wir da nochmal hin, oder? Na gut, wenn nicht, ist. Schade, aber wird uns jetzt nicht das Spiel kaputt machen. Hoffe ich. Aber hier können wir nichts mitmachen. Ah, hier wird Schnee gekocht. Der gute. Bolzenschneider. Ich habe gerade gesehen. Wichtiges Familienfoto. Ein Foto von Mia und Rose. Untersuchen. Aha. Es ist siffig. Oh, ein schönes Foto. So. Ich wollte gerade sagen, da wird doch 100 Pro da reingezogen. Das war vorhersehbar. Bevor ich da reingehe, gucke ich auf die Karte. Ostteil. Jetzt sehe ich erstmal hier oben. Hier ist ein Schuh. Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, da in Sicht eine Kiste. Ist gut. Ich bleibe erstmal bei dem Messer, glaube ich. 9 Schuss für die Pistole ist vielleicht doch etwas arg wenig. Bis hierhin habe ich übrigens testweise gespielt. Kaputt. Also ab jetzt ist blind. Pistolenmunition. Also ab nach oben. Das ist ein Zeichen. Eingänge können mit Schrecken blockieren. Oh. Okay. Machen wir mal. Das hat jetzt was von Outlast. Die Hand. Ich
Ethan hat zugenommen, scheinbar. So, was haben wir hier? Wir haben hier Munition, die wir auch brauchen werden. Flüssige Chemikalie. Okay. Ja, komm her, Boy. Da kommt von unten einer. Ich bin mir nicht sicher. Ich bleib mal hier stehen, da kann ich beides sehen. Oder soll ich runtergehen? Als ob da jetzt gleich keiner reinkommt. Durch das Loch. Aber scheinbar muss ich nach unten. Ja, sie sind tatsächlich überall. Bringt das was auf die draußen zu schießen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, es bringt eher was auf den hier drin zu schießen. Ey, ich hab doch geblockt. Was willst du denn? FPS ist real. Ist das laut? Und ich glaube, das Messer zu benutzen. Huch, ist nicht die beste Idee. Dann Pistole. Vielleicht mal gucken sollen, mit welcher Taste man sich heilt. Hat das geblockt? Hat geblockt. Da halten die viel aus. Okay, tot. Und er hat das gedroppt. Kraut. Ja, genau. Verpiss dich. Is it over? Ist es das? Ist es vorbei? Sag du es mir. RB ist heilen, okay. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Survivors? Louisas Haus bei den Feldern. Okay. Verstanden. Sagen, ist das nicht der Dude von eben, aber scheinbar, ich glaube nicht, der war älter. Der hier sieht jünger aus, der hier liegt. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Muss ich den Schrank wieder... Ne, hier nicht. Muss ich den Schrank wieder wegschieben? Oder wie, oder was? Scheinbar, okay. Okay, erstmal hole ich mir die Kiste. Pistolenmunition. Da oben. Hi! Solange ich keinen Grund habe, schieße ich nicht auf dich. Position und so. Oh, warte mal, hier kann ich den Shortcut aufmachen. Vorsichtshalber. Entriegelt, sehr gut. Es ist ja aber ganz schön was los. Okay, lasst euch nicht von mir stören, Jungs. Okay. Ah, ist das ein Schrank? Das ist ein Schrank. Das ist laut. Kraut. Oh, 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 oh. M1897. Okay. Nice. Schießpulver. Was haben wir hier? Pistolenmunition. Die Glocken, kenne ich. Spielzeugzug. Kommt ihr hier rein? Warte mal, oben ist... Okay, oben ist Pistole. Mehr Pistolenmunition, sehr gut. Schießpulver. Greife Mehlsäcke an, um Gegner in die Sicht zu nehmen. Okay. Aha. Interessant. Interessantes Feature. Was haben wir hier? Rostige Reste. Eine schöne Alliteration. Straight aus Bausuchtsfrau. Ich habe so das Gefühl, dass einige davon hinter mir sind. Oh, ululu. Mach kaputt. Pistolenmunition, sehr gut. Hey, ist, oh, ich habe da ein rotes Fass gesehen. Das ist Flintmunition, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war klassische Flintmunition. Das hat gerade also richtig hart was von Resident Evil 4. Bin ich hier oben sicher? In Resident Evil 4 war man... Oh nein, ist man nicht. Also hier nicht.
Ja, komm. Hallo. Oh. Buttonmashen funktioniert nicht. Gehen Sie bitte weg. Ich habe... Ich gehe wieder runter. Ciao. Flintmunition. Ja, tatsächlich Flintmunition. Sehr schön. Ich habe ein rotes Fass. Ich werde es benutzen. 550 Lay. 230 Lay. Oh, lululu. Ich bin überfordert. Ah! Was soll ich machen? Soll ich laufen? Soll ich alle killen? Die ich glaube, der Auftrag ist, den Angriff überleben. Ja. Aua. Ich sehe noch ein rotes Fass. Ich werde es benutzen. Kommt näher, kommt näher. Zwei erwischt. Kristallener Schädel. 190 Lay. Das ist ein Schatz, also, okay. Ich habe kein Heilzeug. Ich kann aber eins herstellen. Sehr gut. Das war wichtig. Irgendwas. Ist das jetzt wirklich so ein Resident Evil 4 einfach nur eine bestimmte Zeit überleben Ding? Ich hoffe, weil ich habe... Ich sehe mich nicht darin, das Ding zu bekämpfen. Das ist ja straight out Bloodborne. Kann ich hier rüber? Kann ich, sehr gut. Ah, hier war ich schon. Ah, okay, hier bin ich. Ach, komm. So, jetzt mal ganz in Ruhe die Map studieren. Muss ich hier hoch aufs Dach? Also ich konnte ja von hier aus aufs Dach. Das ist laut. Gucken, was ich von hier machen kann. Da ist auf jeden Fall Geld. Oh lol. Flüssige Chemikalie, sehr gut. Ich bin halt echt ein wenig überfragt. Okay, jetzt bin ich wieder hier drin. Der Dicke macht mir ein wenig Sorgen. Ich muss viel öfter blocken. Ich muss mich wieder dran gewöhnen. Blocken. What? Oh Leute. Ist das jetzt ein... War das jetzt ein Skript oder ist das so ein random? Die Kavallerie! Oh. Das sieht nicht gut aus. Schöner Bart. Schöne Zähne. Where are they going? Bingo. Soll man den so einen Pfeil nicht abbrechen? Auf jeden Fall. Ugh. Sieht gut aus. Ah, die Oma aus der Demo. Keine Likes für Lucians.
Ja, nach der Spannung brauche ich erstmal einen Tee und eine kleine Aufnahmepause, beziehungsweise Folgenende. Aufnahmepause ist es ja gar nicht. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Folge 3 von Resident Evil 8 und dann werden wir mal gucken, was die Oma sozusagen hat. Bis dann, ciao.